Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Wassermann, unter der, die du hier auf einen Wassermann schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat November bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch was kollektiv lege, habe ich beschlossen, die weiblichen Karten stehen für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Herzensmenschen nach dieser Legung weitergeht. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat November. Und dann habe ich hier die 5 der Kelche. Also bei dir brennt es hier in der Basis. Also es kann sein, dass du gerade im Leid bist, im Schmerz bist, in so die 5 der Kelche, das ist so dieses Weinen über etwas, was kaputt gegangen ist. Und ich kriege aber rein, du hast jetzt lange genug geweint, ne? Weil hier unten brennt schon, die Basis brennt schon, ne? Dein sicherer Grund, dein Zuhause. Ne? Hier war vielleicht auch zu viel Leidenschaft, zu viel Feuerenergie. Das ist ja eine Kelchkarte, ist ja Wasserenergie. Ne? Und hier habe ich aber Feuer. Es braucht hier Wasser, die Kelchenergie, um dieses Feuer zu löschen. Also hier war vielleicht in dieser Verbindung zu viel Leidenschaft, zu viel Erotik, zu viel Passion, zu viel Sexualität. Das war vielleicht eure Basis. Hier wurde vielleicht auch zu viel Wert auf das hier gelegt und zu wenig Wert auf das Wasser, auf die Gefühle. Die braucht es hier. Hier braucht es das Wasser, um dieses Feuer löschen zu können. Ne, das ist vielleicht auch das, warum eure Kelche umgefallen sind, warum das hier kaputt gegangen ist, warum diese Kelche zerbrochen sind und es ausgelaufen ist. Na? Was ich hier auch noch reinbekomme ist, also hier brennt es ja in deinem Zuhause. Das kann auch wirklich ein Brandthema anzeigen. Ich will euch jetzt keine Angst machen, ich kriege das nur rein, weil ich bin selber Wassermann und bei mir hat es wirklich mal selber gebrannt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Na, da mussten wir wirklich gerettet werden von der Feuerwehr, übers Fenster hinausgetürmt, es war auch im zweiten Stock. Und dann hat unser Zuhause gebrannt. Ne? Also es war ein Mehrfamilienhaus und wir mussten alle evakuiert und gerettet werden. Das kann auch ein Thema sein. Das wird nicht für viele jetzt zutreffen. Ne? Aber ich krieg's explizit rein. Wahrscheinlich, weil es auch mein Thema ist, vielleicht soll es mir auch noch was sagen, bin wahrscheinlich mit dieser Legung in Resonanz. Ne? Also hier darf mit Gefühl gerettet werden. Also hier braucht es vielleicht auch, wenn du so ein Thema hast, ne, mit Feuer oder mit Bränden oder irgendwie so in die Richtung, da möchte nochmal hingefühlt werden. Da ist was verschütt gegangen, wenn du so eine Geschichte hast in deiner Vergangenheit. Da ist was verschütt gegangen, da ist was kaputt gegangen, da möchte nochmal reingefühlt werden, um vielleicht auch einen verlorenen Seelenanteil wieder zu integrieren. Ich habe das machen lassen, ne? Also ich habe das bearbeitet bei einer lieben Kollegin und ja, also wer da hier so ein Thema hat, der darf da nochmal reinfühlen, ne? Hier braucht es das Wasser.
Da braucht es das Gefühl. Vielleicht nochmal in die Geschichte reingehen mit einer Heilreise, mit einer hypnotischen Reise. Das ist so eine Geschichte. Ne? Also hier hat eure Basis gebrannt. Hier brennt eure Basis, weil zu viel Feuer da ist und kein Wasser. Ne? Hier ist auch kein Wasser weit und breit. Hier ruft jemand nach Hilfe, du rufst nach Hilfe. Ne? Also, geh hier mit Gefühl ran an diese Geschichte. Weil hier kommt Gefühl auf dich zu, die zweiter Kelche. Also hier möchte jemand auf dich zukommen mit einem Geschenk und du hast auch ein Geschenk. Also hier ist eine Verbindung auf Augenhöhe angezeigt. Und hier ist auch wieder ein Tor, was sich langsam, aber stetig öffnet. Die zweite Kelche kann auch für eine Wiederbegegnung stehen. Hier möchte man sich liebevoll auf Augenhöhe begegnen, mit Wertschätzung, mit Respekt. Und hier hat man ein Geschenk des Herzens dabei. Also jemand, auf den du hier schaust, möchte wieder in dein Feld kommen, möchte auf dich zukommen. Und möchte hier ein liebevolles Geschenk machen. Zwischen den zweiter Kelchen und zwischen den fünfter Kelchen liegt die dreiter Kelche. Es kann auch sein, dass eure Basis das erschüttert hat. Die dreiter Kelche kann ja für eine Dreierkonstellation stehen. Dass hier bei deinem Gegenüber zu viel Erotik, zu viel Leidenschaft, zu viel Passion war, dass jemand vielleicht auch diese Bestätigung von außen gebraucht hat und dass das euch. Das hat eure Verbindung in Brand gesetzt. Na, und du hast dich versucht zu retten. Das hat eure Verbindung in Brand gesetzt, die drei der Kelche. Und jetzt besinnt man sich ja aber auf die zwei der Kelche. Das geht, diese Legung geht in Resonanz mit dem Wochenorakel, was ich gelegt habe am Sonntag. Wer das noch nicht geschaut hat, schaut es mal an, das geht hier in Resonanz. Da besinnt man sich auch von den drei der Kelchen auf die zwei der Kelche. Und hier hat jemand ein Herzensgeschenk für dich und du hast für diesen Menschen auch ein Herzensgeschenk. Eure Basis sollte nur ausgeglichen sein mit Feuer und Wasser. Ne? Also nicht, dass das Wasser, dass das, ja, auch das Wasser darf nicht die Oberhand behalten. Ne? Das muss in der Balance sein, muss ausgeglichen sein. Und dann habe ich hier die fünf der Schwerter. Das ist so die fünf der Schwerter, das ist so die Karte, ich metzel dich mit Worten nieder. Na? Hier hast du vielleicht auch jemand ausgesperrt mit Worten. Du wurdest vielleicht auch ausgesperrt durch Worte. Die fünf der Schwerter ist auch so der verlorene Krieg, wo man sich darauf besinnt. Es bringt ja nichts zu kämpfen, es bringt ja nichts, sich gegenseitig zu bekriegen. Da gibt es immer nur Verlierer. Du bist auch müde des Kampfes. Du bist auch müde der Worte. Also für dich brauchst du wirklich so eine Herzensbegegnung, wo man vielleicht gar nichts sagt, wo man sich begegnet, sich anschaut und es über die Augen kommuniziert, über die Seele, ne, die Augen sind ja auch das Tor zur Seele. Ne? Hier haben wir ja dieses Tor. Und hier schauen sich zwei an. Die Augen sind das Tor zu eurer Seele, zu eurer Verbindung. Das ist der Schlüssel, euch hier anzuschauen. Nicht so viel zu sprechen, das hat euch müde gemacht, das hat euch ausgelaugt. Ne? Hier wächst auch langsam Gras drüber. Über die gesprochenen Worte, das, was vielleicht auch heftig war zwischen euch, hier wächst langsam Gras drüber. Ja, aber es hat eine Zeit gedauert. Es hat eine Zeit gedauert. Das hat ganz schön gebrannt in deiner Basis. Ne? Also das hat dich hier fast deine Stabilität und Sicherheit gekostet. Ne? Dann schauen wir mal dein Gegenüber. Dann habe ich hier die Gerechtigkeit. Kann für das Sternzeichen Waage stehen. Hier geht es um das Ausbalancieren. Das steht wieder in Resonanz mit dem Wochenorakel. Schau dir das mal an, wenn du das noch nicht geschaut hast. Hier geht es um
Fairness. Hier geht es um Gerechtigkeit. Hier geht es darum, das Geben und Nehmen in den Fluss zu bekommen, um Ausgleich, um Balance. Hier habe ich auch wieder drei Personen. Also das kann sein, dass das bei euch ein Thema war, diese Dreierkonstellation. Na, dass euch das eure Verbindung in Brand gesetzt hat. Und hier gibt es ein Gerangel zwischen diesen drei Personen. Hier ist jemand, der den anderen bedroht. Also hier haben zwei Menschen Waffen in der Hand und eine dritte Person, die vermitteln möchte. Na, also dieser Mensch möchte auch wieder Balance zwischen euch reinbringen. Na, das ist voll in Resonanz mit dem Sonntagsorakel. Dieser Mensch möchte wieder eine gerade Basis zwischen euch haben, eine bereinigte Basis zwischen euch haben, einen Ausgleich zwischen euch haben, eine Balance zwischen euch haben und dass es gerecht und fair zugeht zwischen euch beiden. Und dann habe ich hier die vier der Stäbe. Das möchte dieser Mensch mit dir leben. Ein gemeinsames Heim, eine Familie, eine Verbindung, die liebevoll ist, die warm ist, wo man sich geborgen fühlt. Da kann es draußen noch so kalt sein. Und das kriege ich auch wirklich so rein, dieses Außen, wie es gerade wirklich weltlich ist. Ne? Das ist ja gerade sehr kalt und auch so ein Chaos. Ne? Also ich kriege immer so ein Chaosgefühl rein. Also das ist das, was dieser Mensch mit dir leben möchte und möchte auch dieses Außen aussperren. Ne? Also hier, dass ihr gemeinsam diese Verbindung sehr lichtvoll lebt, sehr liebevoll lebt, in einer liebevollen Gemeinschaft, in einer Geborgenheit lebt und das Außen so aussperrt. Ne, vor diesem Negativen, vor diesem Toxischen, vor diesen Energien, die da draußen dieses Lichtvolle nicht haben wollen. Ja, das geht auch wieder in Resonanz mit dem Sonntagsorakel. Also es ist ganz, ganz sehr in Resonanz. Ne, das möchte man mit dir leben. Man spürt auch diese Wärme zwischen euch. Also egal wie kalt es draußen ist, man spürt diese Wärme zwischen euch. Die vier der Stäbe, das ist auch die Karte. Jeder bringt seine zwei Stäbe mit. Die Zukunftsaussicht und dann kommt ihr gemeinsam zusammen in einer Verbindung und lebt eure Wünsche, Werte und Bedürfnisse. Die Vier der Stäbe spricht auch von einer Hochzeit. Hier möchte jemand mit dir eine Hochzeit leben und dass das wieder gerecht und fair zwischen euch ist. Und dann habe ich hier die 10 der Schwerter. Also diesen Mensch hat es niedergestreckt. Entweder ist hier zwischen euch ein Abbruch, ein Streit, eine Trennung, Stillstand, wie auch immer. Das hat diesen Menschen niedergestreckt. Vielleicht hat sich dieser Mensch auch selber niedergestreckt. Ne? Das ist auch wieder in Resonanz mit dem Sonntagsorakel. Hier könnte vielleicht auch jemand körperlich wirklich niedergestreckt sein, weil man ja lange nicht auf seine Seele gehört hat, spricht jetzt der Körper. Das sage ich auch in dem Sonntagsorakel. Also hier hat es vielleicht auch jemand wirklich mit dem Rücken. Ne, und Rücken ist für mich immer so ein Thema, das ist was aus der Vergangenheit, ne, was man vielleicht aufarbeiten darf. Und hier wird jemand mit Akupunkturnadeln behandelt. Und es könnte sehr schmerzhaft sein. Ihr könnte jemand wirklich einen sehr, sehr schmerzhaften Rücken haben. Und das hat diesen Menschen niedergestreckt. Das hat diesen Menschen hier aus der Bahn geworfen. Ne, ihr könntet es schon mal gehabt haben. Und dann hat es aber hier so ein Ende gegeben zwischen euch. Und das könnte dieser Mensch verursacht haben. Ja, und jetzt will man mit dir hier darüber kommunizieren, das mit dir wieder gerade biegen. Das wieder mit dir bereinigen, damit man wieder die vier der Stäbe, diese Hochzeit mit dir leben kann. Dann komme ich in eure gemeinsamen Karten und dann habe ich hier den König der Stäbe. Kann ein Feuerzeichen sein, wieder Löwe oder Schütze. Also hier ist es, was ich angesprochen habe, ne? Dass es hier vielleicht hauptsächlich um Leidenschaft ging, um Passion ging, um Erotik, um Sexualität, ne? Und dass hier jemand in seinem Steinkreis hier hinten was weggesperrt hat, nämlich die Gefühle, die Emotionen, ne? Dass hier jemand sagt, ja, also ich stehe zur Verfügung, Feuerenergie habe ich genug, ne? Und aber das, worauf es ankommt, die Gefühle, die Tiefe der Verbindung, ne, das hat man hier so eingegrenzt.
Ja, man hat vielleicht auch die Verbindung eingegrenzt auf dieses Sexuelle, auf diese Feuerenergie. Und dann habe ich hier den König der Schwerter. Hier haben wir wieder einen Arzt. Hier habe ich einen Arzt, einen Mediziner, ne, kann auch ein Heilpraktiker sein. Und hier habe ich auch einen Arzt. Hier kommt jemand mit der Arzttasche. Der König der Schwerter kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Hier ist jemand alt und gebrechlich und auch vielleicht krank. Hier sitzt jemand im Rollstuhl, hier ist jemand bewegungsunfähig. Also dieser Mensch hat sich wirklich mit seinem Tun, ich sehe hier nicht wirklich, was man gemacht hat, mir kommt bloß hier die drei der Kelche rein, diese Dreierkonstellation, da hat sich jemand selber ins Ausgeschossen, durch seine Feuerenergie. Weil man das, worauf es ankommt, das hat man weggesperrt. Und hier war man sehr in der Hose und sehr im Kopf. Ne? Ich kann das hier nicht weiter ausführen, ihr wisst, was ich meine. Und hier war jemand sehr im Kopf, sehr kühl auch, sehr rational, sehr verstandesorientiert. Und das hat diesen Menschen auch ein Stück weit krank gemacht und zu Fall gebracht, weil man hier so die Emotionen und das Herz und die Seele ausgegrenzt hat. Vielleicht auch aus Angst, ne, verletzt zu werden. Da liegen vielleicht auch Themen drunter. Ich habe hier zwei Männer. Also entweder sind das beides Facetten dieses Menschen, auf den du schaust, oder es könnten zwei Männer, Frauen in deinem Feld sein. Und dann habe ich hier den Gehängten. Hier wird jemand eingetaucht in ein Gefäß voll mit Wasser. Hier geht es darum, in die Gefühle einzutauchen, in die Emotionen einzutauchen, dass die Gefühle wieder fließen. Hier greift das Universum ein mit dem Gehängten. Also es ist gerade Stillstand zwischen euch. Oder der Stillstand kommt. Der Stillstand ist aber da, dass dieser Mensch, auf den du hier schaust, in die Gefühle kommt, dass die Gefühle hier wieder fließen können. Hier darf ein Umdenken stattfinden. Hier darf ein Blickwinkel geändert werden. Nämlich von dem Denken rauskommen, rein ins Fühlen. Hier möchte sich vielleicht auch jemand aus dieser Energie befreien. Aus dieser Energie der Hose- und Kopfenergie. Die Hose- und Kopfenergie. Nee, so kann ich dieses Video nicht nennen. Dann guckt es vielleicht keiner. Hose- und Kopfenergie. Also, hier wird jemand eingetaucht vom Universum. Bewusst wird hier jemand eingetaucht vom Universum, damit man hier wieder in Kontakt mit seinem Herzen, mit seiner Seele, mit seinen Gefühlen kommt. Und das kann mit einem Stillstand einhergehen, das kann mit einem Rückzug einhergehen. Oder dieser Rückzug ist schon lange zwischen euch. Und dass dieser Mensch, wenn dieser Mensch hier wieder auftaucht, wenn man dann erkannt hat, wie kann ich mich denn hier aus diesem Bassin befreien? Blickwinkel ändern wäre so, dann fließt es nämlich hier unten raus. Und ja, also, es ist, dieser Mensch ist hier dran, was zu tun. Und hier, dass hier da ein Umdenken stattfindet zwischen euch beiden. Dann komme ich in eure gemeinsame Energie und dann habe ich hier die heilige Frau. Also es geht in eurer Verbindung auch um die Wertschätzung und um den Respekt des Weiblichen. Dass man das Weibliche respektiert und wertschätzt. Ich habe hier eine Indianerfrau. Das ist was ja, ist auch sehr viel altes Wissen da. Also, du bist das hier. Es geht um deine Wertschätzung. Es geht um deine Würde und um den Respekt dir gegenüber. Um die Wertschätzung dir gegenüber. Um den Respekt dir gegenüber. Du hast hier ganz viel altes Wissen. Du und dieses Weibliche in dir, auch wenn du hier als Mann schaust, das ist ja das empfangende Prinzip, das fühlende Prinzip. Das gebärende Prinzip, das darf hier wertgeschätzt werden und das darf dieser Mensch auch in sich wertschätzen, dieses fühlende Prinzip. Ja, das Gefühlvolle, die Liebe, die Emotionen, das hat man vielleicht weggedrückt, weil man vielleicht
mit diesen Themen, durch diese Themen lange blockiert war. Ja, da gab es vielleicht einige Hürden zu nehmen. Deswegen, also wenn man in sich dieses Weibliche ablehnt oder wenn man vielleicht auch schon von Kindesbeinen an von der Weiblichkeit enttäuscht wurde, das kann eine Mutterfigur sein, ne? Dass man sich nicht geliebt gefühlt hat, dass man sich nicht gewollt gefühlt hat, dass man sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat, dann lehnt man auch den inneren eigenen weiblichen Anteil ab. Und wenn man das tut, lehnt man natürlich auch in späteren Verbindungen diese Weiblichkeit ab, das Fühlen ab, die Emotionen ab, die du hier mitgebracht hast und wo dieser Mensch aber nur mit seiner Feuerenergie darauf reagiert hat. Und das gilt es jetzt wieder in Heilung zu bringen und anzunehmen. Und dann habe ich hier die Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und hier habe ich das Yin und Yang-Zeichen. Hier habe ich Wasser und Feuer, Gefühl und Kopfenergie, Gedanken. Balance. Hier darf ein Ausgleich rein zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Der Halt wäre das Weibliche und die Herausforderung wäre das Männliche. Ne? Das gebende und annehmende Prinzip. Das Denkende, das Fühlende. Also hier gilt es, Balance reinzubringen. Ne? Das kriege ich stark für diesen Menschen rein, dieses Weibliche zu wertschätzen, was in jedem von uns ist, die Gefühle anzunehmen. Deswegen hat es dieser Mensch ja auch im Rücken. Das ist ein altes Thema. Ne? Dieses Thema hat nichts mit dir zu tun. Das ist bloß in eurer Verbindung wieder rausgekommen. Ne? Da sollte man mal zurückschauen in die Vergangenheit. Vielleicht hat man hier auch in speziellen chinesischen Mediziner, der weiß natürlich, wo diese Nadeln hinkommen, was diese Nadeln zu bedeuten haben, was diese Nadeln vielleicht auch antriggern können für Punkte. Also so ein chinesischer Mediziner. Die traditionelle chinesische Medizin, die wissen, womit das zu tun hat auf Seelenebene, ne, auf psychischer Ebene. Vielleicht sucht man sich ja auch so einen speziellen Arzt, wo man gleich noch ein bisschen mit in Coaching für die Seele bekommt. Und da war gerade 2-2-2-2, also 22 Minuten 22. Seelenpartnerzahl hoch 10, sage ich nur, ihr Lieben. Wenn ihr es wissen wollt, wann kommt denn dieser Mensch hier in Heilung? Wann reflektiert sich denn dieser Mensch? Wann steckt denn dieser Mensch hier endlich seinen Kopf hier aus dem Wasserkessel? Was denkt denn dieser Mensch über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut, tschüss!